So kann man den Winter auch überstehen. Die extreme Kälte in den USA hat teils unerwartete Konsequenzen. In einem Sumpf in North Carolina sind nun sogar die Alligatoren im Eis festgefroren. Nur ihre Nasenlöcher ragen aus dem Wasser. Aber keine Sorge, was ihr hier seht, sind Überlebenskünste. Alligatoren haben nämlich keine eigene Körperkerntemperatur, sondern ihre Temperatur passt sich der Umgebung an. Sobald es kalt wird, verlangsamt sich der Stoffwechsel der Tiere extrem. Sie fallen in eine Winterstarre. Nur ihre Nasenlöcher müssen an der Luft sein, damit sie weiter atmen können. Und wenn es wieder warm wird, tauen sie wieder auf. Clever!